Pring. 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 Plopp. Zack. Und wieder ein paar Stufen. 40 Stück, ich glaube, die langen sogar. 40 Stufen müssten sogar lang. Ich habe 35 gebraucht für die Hälfte, also das langt auf jeden Fall. Yeah! Platziere den Stück weiter oben. Ja, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Boah, Alter, das Haus ist fertig. Du willst mich noch verarschen. Ach du Heilige. Oh, da habe ich was vergessen. Oh, und da auch. Oh. Okay. Erdi, Mann, Erdi. Nee. Einmal hier bitte und einmal. Okay, da komme ich nicht hin. Aber da. Nein! Fuck. Aha. Stereo. Ist hier gerade gegen die Wand gebollert? Muss ich mal gerade ganz kurz die Kopfhörer abnehmen. Deswegen hat man wahrscheinlich gerade die Musik in die Doppel gehört. Das ist so durch Mikro, ne? Aber ich muss das Ganze ganz kurz aus dem Kopfhörer abnehmen und mal hören, ob da jemand gegen die Wand gebollert hat. Hat sie nicht so angehört. Hört? Ich hab's angehört. So, ich hau jetzt nochmal hier Glasscheiben rein. Rein! Ich hau hier die Glasscheiben da rein. Da kommen noch ein paar schöne Blümchen drauf. Was meinst du, Blondie? Also Blondie ist ja tot, scheiße. Blondie! Bist du zwei Klubschaugen? Pop, 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 pop. Und da kommt noch der Keller. Wir sind noch lange nicht fertig mit dem Haus. Da fehlt noch Inneneinrichtung, geht noch alles. Denn das ist mein Grundgerüst jetzt nicht. Es sieht so ein bisschen komisch jetzt aus, aber da mache ich glaube ich noch so zack, zack, runter und dann macht er zu. Hier wollte ich noch Fenster reinhauen. Und hier. Und hier. Und hier. Bin ich noch nicht jetzt. Aha. Au. So, nochmal mich machen. Na komm. Hat die Musik gerade einen kleinen Soundbug? Ob man das gehört hat in Aufnahmen, weiß ich nicht genau, wo uns euch aufgefallen ist. Ich weiß nicht, von was es kommt, denn es bereitet mir ganz kurz Sorgen. Lalalalala. Also oft könntest du das Lied aber auch nicht hören, sonst kriegst du ja irgendwann eine Krieg sehr
Ohrenschallach, keine Ahnung. Oh, endlich mal was, was ruhig ist. Oh. Ah, was ruhig ist. Ja, ja, ja. Das ist gut, was ruhig ist zu hören. Ah, noch die Decke hier reinziehen, dann haben wir es ja bald. Mit dem Grundgerüst. Oh. Ah, jetzt kommt wieder das Lied hier, das war ja wieder klar, nach dem ruhigen wieder. Wenn du das Lied richtig fei. Ich mag das Lied, es ist nicht schlecht. Aber wenn du das Lied so bekifft hörst, hörst du das, glaube ich, ist das ein bisschen. Hört sich das wahrscheinlich ein bisschen. Nicht an. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Ich kiffe leider nicht. Das heißt, leider zum Glück kiffe ich nicht. Würde ich mich selbst hassen für, wenn ich kiffen würde. Ich glaube, das ist auch so ein. Regnet es schon wieder? Vielleicht ist es doch ein Trauerspiel. Ich glaube, das ist aber auch so ein Jugendlichkeitstick. Wenn du keine Freunde hast und cool sein willst, musst du einfach mal auf dem Schulhof kiffen. Mit 14! Ja, ist doch scheißegal! Hauptsache du bist cool, wa? Scheißegal, ob du deine Gesundheit kaputt machst, aber du, Hauptsache du bist bei den Kumpels cool und hast gekifft. Das ist so ein. Ich hasse das. Wenn man so behindert denkt. Ich bin immer noch stolz drauf, dass ich überhaupt nicht kiffe. Beziehungsweise rauchen, kiffen in dem Sinne. So, jetzt meine ich das. Ich meine, das ist noch nicht schwitzig. Was ist daran cool, mit so einer Kippe am Schulhof oder was weiß ich, an der Bahn zu stehen? Ja, ich rauche, guck mal. Oh. Scheißegal wäre mir das. Keine Freunde und dafür gesund. Ist mir doch egal. Hallo? Ich kiff doch nicht einfach so, weil ich cool sein will. Das ist ein ganz typisches Jugendproblem. Fällt mir gerade wieder auf, ich letztens mit der Bahn gefahren bin. Siehst du, die mit den coolen. Oder beziehungsweise an der Bushaltestelle stand er nicht Bahn gefahren. Ich stand an der Bushaltestelle. An der Bahn sieht man es auch oft genug, aber an der Bushaltestelle ist mir aufgefallen. Das Mädchen war vielleicht
Lass mich lügen, war vielleicht 14, 15. Ja, aber Hauptsache mit der Kappe dran. Kaum eine aus, nee, gleich die nächste. Ja, es ist so. Jugendproblem in Deutschland, glaube ich. Beziehungsweise, ich weiß nicht mal, das ist. Das glaube ich aber auch überall anders so. Nicht nur in Deutschland. Das ist so. Das ist extrem auffällt. Das ist einfach. Jugendlichen kiffen nur, weil sie cool sein wollen. Das ist ein bisschen. Nee, kann ich leider voll und ganz gar nicht verstehen. Warum man das macht. Was willst du denn? Boah, du hältst aber ganz schnell die Schnauze hier. Das Prinzip. Drecksviecher. Ich könnte eigentlich mal pennen gehen. Aha. So. Ich muss mal wieder jetzt was essen, ey. So ein Hunger. Heute ist sowieso ganz. Ist das Samstag heute? Samstag ist immer so mein Aufnahmetag. So. Aufnehmen für die komplette Woche und dann ist alles gut. Sonntags ist dann immer rendern und schneiden und also jetzt, wenn ich aufgenommen habe, schmeiße ich gleich in den Rendergang. Mach nebenher. Das finde ich so geil, dann mache ich das ganze Boden so ein bisschen. Jetzt, wenn ich aufgenommen habe, dann irgendwann schmeiße ich die Folgen gleich in den Rendergang. Mach gleich Thumbnails. Das heißt, ich rendere eigentlich zweimal fast. Ne? Kleine Dateigröße. Also zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Das hier. Ne? Hier die Folgen werden ja alle an einem Stück aufgenommen. Schmeiße ich dann ins Programm rein. Schneide die auf entsprechende Folgen. Und da, hier hole ich hoch. Keine Ahnung, was die. Soll ich sagen? So, schneidet ihr alle auf die passende Folgenlänge. Und dann. Achso, okay. Lass ich das Programm das machen. Das schneide dann und kodiere dann gleich.
Und danach schmeiße ich sie nochmal ins Rendern. Mit Handbrake so ein bisschen nachjustieren. Übrigens, falls ihr Videos macht und nicht wisst, wie ihr rendern sollt, Handbrake ist es richtig einfach. Es ist zum Optimieren von Videos echt, oder gerade Filme zum Beispiel, für Home Entertainment, falls es jemand kennt, mit einer Heimnetzgruppe und bla bla bla, Computer auf dem Fernseher klatschen, sowas, ne? Kannst du diese, schmeißt einen Film in dein Laufwerk rein, kopierst du das, ne? Privatkopie. Keine öffentliche Kopie, das ist eine Privatkopie, damit ist es erlaubt. Und dann läufst du hier raus, guckst und denkst, das ist im Inventar voll. Nee, und dann, wenn es fertig so kopiert ist, nimmst du das, nimmst die Datei, schmeißt den Handbrake, nimmst du es ein paar Tage nach, kannst du echt noch ein bisschen was rausholen bei den Filmen. Das hat mich echt gewundert. Aber es funktioniert eigentlich relativ gut. Sonst schmeiße ich mal den Scheißdreck hier alles weg hier. Ah, scheiße, brauche ich alles noch. Ah, müssen wir noch Keller bauen. Oh, das ist ja noch lang nicht vorbei, wa? Ach du Schande. So, komm, hier rein damit. Hier. Bräuchte mal wieder Stein, normalen Bruchstein. Ja, und ansonsten ist eigentlich relativ easy. Was ist denn Thumbnails? Denkst du Folgentexte aus? Was sind da? Ist vielleicht noch nebenher irgendwie andere Folgen, die du hochladen kannst? Kannst du das nebenher machen? So ist mein Ablauf immer eigentlich. Lass mal dies, mal das, guckst du, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch machen, das könnte ich noch hochladen nebenher. Ein bisschen Zeitoptimierung, weil ich habe relativ wenig Zeit eigentlich. Bei mir ist es so, einfach muss wirklich Samstag, Freitag, Samstag und am besten noch Sonntag aufnehmen, komplett für die Wochen. Und vielleicht auch ein bisschen mehr, dass ich mal eine Woche lang an einem Wochenende mal Zeit habe für was anderes. Was eigentlich relativ gut funktioniert im Moment. Vor allem gerade jetzt, Alter, ich bin hier schon wieder am Aufnehmen wie ein Weltmeister gerade in Minecraft.